Hallo und herzlich willkommen. Wir waren bei der Halloween-Lesung der brennenden Buchstaben und haben die Lesung von Galax Giordano aufgenommen. Er las zwei Kurzgeschichten, die Bühne baute Miara Lubitsch. Und es ist 20.05 Uhr an diesem Halloween-Abend im Jahr 2020. Ich begrüße euch alle recht herzlich hier in der Halle des Verderbens im brennenden Theater, aus dem jetzt gleich die Flammen etwas höher schlagen werden. Unser Gast heute Abend, er wird für euch lesen: Ein Mann wie eine Milchstraße, Galax Giordano. Und ich glaube, er betritt jetzt die Bühne. Galax, guten Abend. Und da kommt er zu uns herunter. Hallo Galax, als Gargoyle. Hallo. Grüß dich. Ja, danke, dass alle da sind. Und schon schallt dir Applaus entgegen. Ich weiß nicht, ob du ihn hier hören kannst. Er ist in World. Nicht wirklich, aber ich sehe ihn so rein optisch. Wir übertragen ihn nach YouTube. Ja, du hast viel Publikum heute Abend. Das ist schön. Und ich drehe mich mal etwas anders, weil ich hier im Weg stehe. Ein bisschen und beängstigend. Du hast schon deinen wunderbaren Sitzplatz eingenommen. Das ist großartig. Das ist ganz wichtig, ich muss immer den Knopf loslassen, wenn ich meine Kamera steuere. Und das sind immer diese kleinen verdächtigen Pausen, wenn ich weg bin. Galax, wie geht's dir heute Abend? Bist du bereit für deine Lesung? Ja, ich habe hier Klebeband vorbereitet, mit der ich gleich die Taste festkleben werde. Ja. Und Wasser steht da, ein Gläschen Wein ist da, um den Blutdruck zu senken. Ja, und die Dateien sind alle offen auf hier meinen unglaublich vielen Batman-Monitoren. Ja. Du hast unglaublich viele Monitore, hast du gerade gesagt. Ja. Sind es wirklich so viele Monitore? Nein, es sind tatsächlich nur zwei, aber sehr große, dass ich jeden nochmal teilen kann. Ja. Ich hätte so wahnsinnig gerne drei Monitore oder sechs Monitore, wie so eine Videowand, aber naja. Ja, hätte ich auch gerne, muss ich sagen, Oder so große einfach auch. Mhm. So Nerd-Stuff-like. Mhm. Ja, also dass ich hier ich hätte so gerne so einen Riesenmonitor, den ich hier runterklappen kann, bei Veranstaltungen, wo ich dann das Publikum ständig im Auge halten kann. Ja. Gut, Galax, du bist heute hier. Du bist eigentlich ein Science-Fiction-Schriftsteller mit einer größeren Romanliste. Du warst schon mehrfach bei uns. Wie viele Romane sind es bei dir bisher? Allgemein oder nur Sci-Fi? Nee, so generell. 8 Romane insgesamt. Das ist eine ganze Menge. Und du hast aber auch zahlreiche Kurzgeschichten geschrieben. Du bist also sowohl bei den kurzen als auch den langen Formaten unterwegs. Ne? Genau, Kurzgeschichten müssten so, ich müsste lügen, könnten so an die 30, 40 sein, keine Ahnung. Ja. Du hast auch schon einige Nominierungen abgeräumt, habe ich mitbekommen in den letzten Jahren. Dein Name taucht in den Nominierungslisten für die Science-Fiction-Preise immer wieder auf. Aber heute
wirst du nicht Science Fiction für uns lesen, sondern Horror. Und Grusel. Horror? Ja. Also Horror ist leider, ich liebe Horror total. Schon als Kind habe ich gerne Horror geguckt. Aber ich selbst bin gar nicht dazu so befähigt, das so schön zu machen, wie das die Meister jetzt schaffen. Deswegen bin ich eher so ein bisschen in die seichte Szene, also so Soft-Horror, also ein bisschen gruselig mit Gestalten, Geistern, Atmosphäre, so. Das versuche ich dann dadurch irgendwie zu kompensieren. Ja. Also ich persönlich finde ja, Horror muss nicht immer daraus bestehen, dass irgendwelche Körperteile durch die Gegend fliegen. Horror kann eben auch auf der subtilen Ebene sein. Gerade eben, wir machen jetzt keine Werbung für einen größeren Streaming-Anbieter, gerade eben eine Serie gesehen, die komplett ohne Jumpscares auskam, aber trotzdem Horror war, meiner Ansicht nach, und auch sehr gruselig war. Spuk in My Blonde, oder wie das heißt? Nee, das, ich habe jetzt mit Absicht auch keinen Titel gesagt, die habe ich aber auch nicht gemeint. Irgendwas, es ging um ein, ich sag mal, ein verwunschenes Haus. Das war ein Remake eines alten Spielfilms. Egal. Bleiben wir beim Thema, nämlich dem Grusel. Du hast also jetzt das Experiment gemacht, zwei Grusel-Stories zu schreiben. Das heißt, das hast du schon vor längerer Zeit getan. Wie ist deine persönliche Beziehung zu Horror? Wie stehst du dazu? Also Horror habe ich schon immer mal versucht zu schreiben. Jetzt aktuell diese Geschichte jetzt, fange ich direkt an mit der ersten, wie das zustande kam. Das war halt eine Ausschreibung, die mich sehr gereizt hatte, weil das immer wieder so, manche, wenn eine Anthologie irgendwo ausgeschrieben ist, das Thema spricht er ja entweder an oder nicht. Mhm. Und bei der zweiten Geschichte, das ist eine Geschichte, so eine Idee, die mich schon von Kind an begleitet hatte, aber ich erst auch da wiederum auf eine Ausschreibung hin diese Idee endlich mal in Worte gefasst hatte. Also ich trage diesen Horror schon sehr lange mit mir rum. Ich bin auch in meiner Jugend so dieser obligatorische Gothic-Boy gewesen mit schwarzen Kleidung und so, die Lehrer damit verstören und so weiter und so fort. Entsprechende Musik hören und das war mein allererster Horrorfilm in dem Sinne, war mit Nicole Kidman The Others, den ich gesehen hatte. Und der hat mich damals megamäßig beeindruckt. Der ist natürlich auch sehr raffiniert und vor allem erwischt er dich dann nachher auch eiskalt, das ist richtig. Ich kann mich an einen meiner ersten Horrorfilme erinnern, Bis das Blut gefriert, aus den frühen 60er Jahren, der mich wirklich fertig gemacht hat und diese Fähigkeit auch bis heute hat. Bis heute kann mich dieser Film total kalt erwischen. Vor allem im Dunkeln, ganz klar. Den kenne ich gar nicht, aber ich kenne so viele Sachen von früher nicht, die tatsächlich sehr gut sein können. Du bist ja auch noch nicht so alt wie ich. Das merke ich auch, wenn ich Musik höre. Es gibt so ganz großartige Musikstücke aus den letzten 40, 50 Jahren, die man einfach nicht mehr kennt. Das ist schrecklich eigentlich. Also Bis das Blut gefriert hat sogar eine Neuverfilmung, aber die ist bei weitem viel schwächer als der Originalfilm, der mit sehr wenig Mitteln ausgekommen ist. Galax, du bist heute derjenige, der bei uns für die entsprechende Halloween-Stimmung sorgen wird mit deiner ersten Lesung heute Abend. Bist du bei Stimme? Bist du fit? Kannst losgehen. Ja, ich könnte direkt loslegen, genau. Ich klebe hier kurz meine Taste an und dann kann ich schon loslegen. Wir beginnen jetzt mit dem wichtigen Halloween-Ritual des Tastenfestklebens. Genau. Ein magischer Moment. Das muss sehr sorgfältig gemacht sein. Zu einer anderen Dimension öffnet. Schwarzes Panzertape, das ich eigentlich für ganz andere Zwecke immer gekauft habe. Und gleich wird Galax etwas heraufbeschwören für uns. Viel Spaß mit Galax Giordano. Ungeheuerlich. So heißt die Story. Ein Glockenspiel wie dieses war Mary Ward bisher noch nicht untergekommen. Ein Klingen, so melodisch und sanft, dass es angesichts des ungemütlichen Wetters wie eine laue Sommerbrise wirkte. Beinahe war sie versucht, ein weiteres Mal an der Kette zu ziehen, nur um es noch einmal erklingen zu lassen. Nur wie würde das in einem solchen Haus aussehen? Stattdessen verschränkte sie die Arme vor dem Bauch und wartete geduldig gegenüber der hohen Eichenholztür. Ein kleiner Anstandsschritt setzte sie zurück, fühlte den kühlen Morgenwind durch den dunklen Stoff ihres Rockes fahren und sah starr auf das kunstvoll verzierte Holz. Sie wartete. Das leichte Flackern der glimmenden Glaslampe neben der Klingelkette zerrte an ihre Aufmerksamkeit. Da es das einzige Licht am Haus war,
kam in Mary der Gedanke auf, dass die Herrschaft noch in den Betten lagen. So früh war auch selten jemand auf den Beinen. Sich von dem Licht wieder abwendend, ließ sie ihren Blick nun über das weitreichende Grundstück des Anwesens schweifen. In der Ferne kündigte sich die Morgensonne mit sanft rötlichem Schein gegen die Wolken und Nebelschwaden gleichermaßen an. Als Mary endlich schwere Schritte aus dem Inneren vernahm, huschte ihre Hand kurz an ihr Haar, tastete noch einmal, ob auch alle Strähnen unter der Haube und an ihrem Platz waren. Der erste Eindruck war schließlich der wichtigste. Knarrend öffnete sich die massive dunkle Tür. Ein älterer Mann in tadelloser Uniform eines Hausdieners sah sie erwartungsvoll an. Wem darf ich melden? Guten Morgen, ich bin Mary Ward, das neue Kindermädchen. Mit den Worten, dass sie bereits erwartet wurde, öffnete der Alte die Tür und stellte sich in einer geraden Linie mit dem schwarzen Holz. Bitte, Miss. Danke, Sir. Mein Name ist Bird, der Hauswart, Bediensteter und Gärtner. Eine vielseitige Aufgabe. Bird nickte grimmig. Ich wäre wohl auch das Kindermädchen, wenn die gnädige Frau nicht mit jemandem mit Erfahrung bedürfte. Mit einem prüfenden Seitenblick maße der gepflegte Bedienstete Marys Erscheinung. Sie erwartete förmlich, dass er nun eine Bemerkung ihrer Jugend wegen und der Frage nach möglichen Erfahrung fallen lassen würde. Allerdings hielt er sich angemessen zurück. In ihrem Kopf spukte stattdessen der Gedanke umher, dass dieser Mann einfach nur sehr lange keine attraktive junge Frau mehr gesehen hatte. Schließlich waren Männer jeden Standes am Ende nur Männer. »Guten Morgen, Miss Ward!« Aus dem Dunkeln eines anliegenden Raums grüßte die stolze Stimme einer Dame, die sich bedächtig aus dem Schatten schälte. Ihr ebenholzfarbenes Kleid mit weißen gesäumten Kanten glitt geräuschlos über den Boden, als sie in den durch Glaslampen erhellten Flur zu schweben schien. »Ich bin Miss Edgis Errol.« Mary neigte den Kopf und knickste. »Guten Morgen, Ma'am.« Als sie ihre Augen wieder hob, stand die stattliche Dame direkt vor ihr. Allein ihr Anmut flößte Mary tiefen Respekt ein. »Ma'am, darf ich Ihnen mein Mitgefühl zu Ihrem Verlust aussprechen?« Die Dame im dunklen Kleid schluckte, ehe sie gestattete. »Dies sei hiermit geschehen.« »Jawohl, Ma'am.« Abermals neigte Mary ihren Kopf. Keine 3 Wochen war es her, dass der Herr des Hauses, Kent Averill, einem abscheulichen Mord zum Opfer gefallen war. Die Zeitung berichtete mehrere Tage über den bis heute ungeklärten Umstand, in dem es geschah, dass das Oberhaupt dieser angesehenen Familie und stadtbekannten Arbeitgebers auf seinem eigenen Grundstück niedergestochen wurde. Weder wurde die Tatwaffe noch eine Spur zu einem möglichen Täter gefunden. »Ihre Aufgabe wird es sein, die Erben dieses Hauses zu erziehen und zu betreuen«, legte Miss Everett fest und griff nach einem Messingsockel, auf dem hinter Glas verborgen eine kleine Flamme tanzte. »Erben?« wiederholte Mary die Mehrzahl. »Jeden in der Stadt war bekannt, dass es auf dem Anwesen der Everetts nur einen einzigen Sohn gab, Adalar, dem Jungen, welcher in nur wenigen Jahren zum beliebtesten und wohl bestaussehendsten Junggesellen der edlen Gesellschaft werden würde.« Miss Everett führte Mary an eine hohe Tür. »Ich gebar 2 Kinder«, erklärte sie, öffnete die Tür und führte Mary in ein kahles Zimmer. Kein Schrank, keine Ankleide war zu finden. Dafür ein Waschbecken. Und Gitter an den Fenstern. In einem schlichten Bett, inmitten des abgedunkelten Raums, lag ein röchelnder Körper. Miss Everett hob die Lampe. »Jorik?« fragte sie zögerlich. »Ich möchte dir jemanden vorstellen.« Es regte sich im Bett, gefeit von einem schaurigen Schnaufen. Mary schluckte schwer, trat heran. »Mein Name ist Mary.« Sie erstickte mit dem Verschlagen ihres Mundes einen Spitzenschrei. Das Kind, dieses Ding, dieses Ungeheuer, das war kein Mensch. Es hatte Augen, ja, nur das allein verband es mit einem Menschen. Störrig lange Haare hingen über ein deformiertes Gesicht. Der Mund des Jungen befand sich an der Seite, die Nase auf der entgegengesetzten Wange. Narben überzogen sein Gesicht und seinen nicht viel weniger deformierten Oberkörper. Unbekleidet und wie ein Tier hockte es da, mit einem Buckel auf dem Rücken und 2 verschiedenen langen Armen, von denen sich verkrümmte und krallenbesetzte Finger regelten wie Maden. Die Höllenbrut schnaufte abermals und ließ Mary zurückweichen. »Dies ist mein 2. Sohn, Jorik. Ihn zu füttern und diesen Raum zu reinigen, gehört ebenfalls zu ihren Aufgaben.
Was ist mit ihm passiert?« wagte Mary zu flüstern. »Er wurde größtenteils so geboren«, erklärte die Dame mit einem Bedauern in der Stimme. »Jedoch verschlimmert sich sein Zustand täglich. Er verletzt sich selbst und andere.« Sie wandte sich Mary zu, ohne die Lampe vom Jungen zu nehmen. »Nähern Sie sich ihm auf keinen Fall weiter als 3 Ellen. Halten Sie stets das Licht in seine Richtung und kehren Sie ihm niemals«, sie hob ihren Finger, »wirklich niemals den Rücken.« »Sehr wohl, Ma'am.« »Wenn Sie sich bereit sehen, diese Aufgabe zu erfüllen, dürfen Sie ab sofort beginnen.« Verunsichert nickte sie. »Ich sehe mich bereit.« Eine Lüge, wie sie sich eingestehen musste. »Wunderbar. Mein 2. Sohn Adala ist weitestgehend selbstständig. Dennoch bedarf er eine strenge, aber fürsorgliche Hand.« »Natürlich, Ma'am. Folgen Sie mir nun in die Küche«, forderte Miss Averill und verließ rückwärtig und erst nach Mary das dunkle Zimmer. Auf dem Weg zu den anderen Arbeitsbereichen stellte die Hausherrin die Befürchtung in den Raum, dass Jorik die Verantwortung am Ablehnen ihres Gattes trug. »Die Stiche in seinen Oberkörper könnten von einem Messer stammen. Keine Frage. Mein Gatte selbst besaß so eine Klinge in derselben Größe. Es war einst sein Glücksbringer. Da dieses Messer jedoch nie aufzufinden war, stelle ich mir die Frage, ob es nicht auch Stiche von Krallen gewesen sein könnten. Haben Sie das nicht der Polizei gesagt?« »Um Himmels Willen, Sie dummes Ding! Niemand darf erfahren, dass Jorik existiert. Es war ein Mann, der die Entscheidung fiel, ihn am Leben zu lassen, und bezahlte dies wohl mit dem eigenen.« In der Küche wandte sich Miss Irre um. »Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe nur eine Vermutung, keine Beweise. Also behandeln Sie meinen Sohn niemals wie einen Mörder.« »Natürlich nicht, Ma'am.« »Gut.« Mit einer ausnehmenden Geste deutete die stattliche Frau durch die steinerne Küche im Kellergeschoss des Hauses. »Hier finden Sie alles, was Sie benötigen. Gemüse, Tee und Pökelfleisch ist in der Vorratskammer.« »Ja, Ma'am.« »Adala bekommt kein Fleisch. Er verträgt es nicht«, erklärte die Dame im dunklen Kleid weiter. Sie ergriff in ihre Rocktasche und entnahm eine silberne Uhr. »Ich werde bis heute Abend unterwegs sein. Bird begleitet mich, den Erledigungen meines Mannes nachzugehen. Eine viel zu lange Zeit lagen diese brach.« Ihr Finger deutete zielstrebig auf eine Schüssel am Waschbecken nahe des Kamins, in welcher ein kleines Feuer loderte. Sie fütterten als erstes Jorik. Gleich zum Morgen gießen sie ihm eine Schüssel warmes Wasser in sein Becken und leeren sein Nachtgeschirr. Schließen Sie stets ab, wenn Sie sein Zimmer verlassen, und denken Sie an das Licht und Ihre Bewegung. Mary nickte. Die Anweisung war so präzise, dass sie schon aus Angst, etwas falsch zu machen, sich alles einbläute und dabei an ihren Fingern abzählte, um wie viele Aufgaben es sich im Einzelnen handelte. Miss Averill sah ihr auf die stillzählenden Finger, ließ einen Augenblick Ruhe einkehren und nickte zu anschließend. »Sehr gut, meine Liebe. Gegen 9 nehmen Sie die Treppe, gleich das erste Zimmer auf der rechten Seite. Dort wecken Sie Adala und bereiten anschließend sein Essen zu.« »Jawohl, Ma'am.« »Wie schon gesagt, er ist selbstständig. Dennoch meiden Sie den Kontakt zwischen beiden Jungen.« Mary hob ihre feinen Augenbrauen. »Adala weiß aber schon, dass er einen Bruder hat.« »Selbstverständlich«, mit den Augen verdrehen, lachte Miss Irre auf. »Doch ich möchte nicht, dass die Jungs streiten. Zwischen beiden gibt es schon einen zu großen Neid.« Nun war Mary offen überrascht. Neid war das Letzte, was sie zwischen beiden erwartet hätte. Trauer, Ablehnung, Hass oder Angst, alles hätte sie verstanden. Aber Neid? »Nun, jeweils der eine hat etwas, was der andere nicht hat«, wurde Mary von der Hausherrin aufgeklärt, auch wenn diese noch immer nicht verstand. »Welche Dinge neiden 2 so unterschiedliche Brüder?« Der Blick Miss Everett flatterte leicht. »Zu einem Aufmerksamkeit, zum anderen Freiheit. Jeder bekommt vom einen zu viel oder zu wenig.« Kaum dass Miss Averill das Anwesen verlassen und Bird die schwere Eichenholztür verschlossen hatte, erklang hinter Mary das Schlagen einer schweren Tür. Verunsichert sah sie sich um, ging den Flur entlang, über den Miss Averill sie vorhin noch geführt hatte. Als nächstes hörte sie dumpfe Schritte aus dem Stockwerk über sich und fragte sich, ob Adala bereits aus dem Bett gestiegen war. Mit einem Erblicken der offenen Tür zu Joriks Zimmer machte ihr Herz einen gewaltigen Satz. Ihren Rock mit den Händen packend, rannte sie auf den dunklen Raum zu, um dort ihre Befürchtung bestätigt zu sehen.
Das entstellte Kind war verschwunden. Abermals vernahm sie Schritte von oben und erinnerte sich daran, wie Miss Everett davon gesprochen hatte, dass beide Jungen oft stritten. Mit schnellen Schritten nahm sie jede zweite Stufe in den ersten Stock und sah bereits auf halber Treppe die offene Tür an der rechten Seite. »Adala, bist du wach?« Mit halb gesenktem Kopf trat sie in das Zimmer des Jungen, legte die Faust zum Klopfen an die offene Tür, als ihr Augenmerk von einem Röcheln geweckt wurde. »Jorik!« erschrak sie. Das ungeheuerliche Kind aus dem Erdgeschoss hockte in seiner ganzen Hässlichkeit auf dem Bett seines Bruders. Die Kralle des Deformierten lag am Hals des wehrlosen Jungen, der schon allein durch das Gewicht des Abscheulichen erdrückt schien. Mary dachte keine Sekunde nach, stürzte herbei, packte den Entstellten im Klammergriff und wuchte ihn herum. »Adala!« rief sie, kämpfte mit den widerspenstigen Gebärden des Entstellten in ihren Armen. »Seid ihr in Ordnung?« Der Junge im Bett hielt sich den Hals, hustete, keuchte und blickte sie mit bebenden Lippen an. »Wer sind Sie, Miss?« »Euer Skinner-Mädchen, junger Master.« Jorik tobte und strampelte immer heftiger, so dass Mary gezwungen war, den Griff zu festigen und das entstellte Kind schließlich aus dem Raum zu tragen. Adala folgte ihr halb erschrocken, halb torkelnd vom Schlaf, vom Schrecken und der Luftarmut gleichermaßen. »Miss, wie machen Sie das? Niemand bändigt ihn.« Mary nahm dies als Lob auf. »Ich bin mit 4 Brüdern aufgewachsen. 3 davon habe ich oft versorgt, meist gleichzeitig.« Sie sah auf Jorik. »Und dies hier ist am Ende auch nur ein Junge.« Es schien unmöglich, die Treppe sicher hinunterzugehen und den zappelnden Unmenschen sicher zu halten, so dass er niemanden verletzen konnte. Ihre Überlegung war kaum zu einer Lösung gekommen, als sich Jorik unverhofft befreite und wie zur Flucht die Treppe heruntersprang, 6 oder 7 Stufen gleichzeitig. Mary folgte ihm auf den Fuße. Anstatt dass der Junge in sein Zimmer floh, nahm er die steinernen Stufen zur Küche. Auch dorthin folgte Mary und stellte den Ungeheuerlichen schließlich, wie dieser wirkungslos an der Hintertür in den Garten zerrte. »Schluss jetzt!« rief sie energisch und packte den Jungen erneut am Arm, riss ihn herum, stieß ihn gegen den Schrank und presste ihn kraftvoll dagegen. »Weg! Muss weg!« stammelte er aus seinem verkümmerten Mund und versuchte abermals zur Tür zu gelangen. Mit dem Ende ihrer Geduld verließ Mary auch alles, was sie je gelernt hatte. Ungeachtet, dass der entstellte Junge ein Leben war, zerrte sie ihn wie einen Sack bis in sein Zimmer, achtete nicht darauf, ob er auf seinen Füßen oder Knien stand. Wuchtig stieß ihn hinein und verriegelte die Tür. Jetzt erst nahm sie sich Zeit, einmal tief einzuatmen und das eben Erlebte zu verarbeiten. Mit dem Rücken an die Tür gelehnt, schob sie sich ihr Haar zurecht. Anhand ihrer zitternden Hände realisierte sie erst in diesem Moment, wie es tatsächlich um sie stand. Wie es wohl Adala ging? Sein entsetzlicher Bruder versuchte soeben, sein Leben ein Ende zu setzen. Das konnte kein gesundes Kind verarbeiten. Sein Seelenheil im Sinn eilte sie erneut die Treppe hinauf, klopfte zaghaft an seine Zimmertür und drang in sein Gemach. »Ist alles in Ordnung, junger Master?« »Ja, Miss.« Adala saß aufgeregt in seinem Bett, blickte bis eben noch aus dem Fenster, welches das grell-orange Sonnenlicht weitreichend in sein Gemach fallen ließ. Die warmen Sonnenstrahlen umspielten seinen ungesunden, schmächtigen Körper und ließen ihn seine ohnehin blasse Haut wie Käse wirken. Als er Mary anblickte, kam sie nicht umhin, angesichts seines Äußeren und dem Licht an einen Engel denken zu müssen. Die Kissen hinter ihm erinnerten sogar an ein paar kleine Flügel. »Es geht mir gut«, flüsterte er. »Verzeihen Sie, dass ich meine Aufsichtspflicht gegenüber Ihrem Bruder verletzt habe.« Moment. Seine schmalen... Einen Schluck Wasser. Ja, das ist eine gute Idee. Ah. Seine schmalen Schultern zuckten gleichgültig. »Er nutzt es aus, dass meine Mutter nicht im Haus ist«, ein Lächeln flüchtete über sein weiches Gesicht. »Aber Sie haben es gut gemacht für Ihren ersten Tag. Ich freue mich, Sie näher kennenzulernen, Miss.« »Ich mich ebenso.« Mary machte einen Knicks und genoss die gute Erziehung des Jungen, der ihr gewiss keinen Ärger machen würde. »Kommen Sie in den nächsten Minuten allein zurecht?« »Aber natürlich.« Mary lächelte. »Dann begebe ich mich nun in die Küche und bereite das Frühstück vor.« »Gerne, Miss. Und denken Sie, dass Jorik zuerst bekommt, nicht, dass sein Neid noch weiter wächst.« »Natürlich, Miss Master Adala.«
Zurück in der Küche hing Meredith den Wasserkessel über das Feuer und schürte die Flammen. Adalas Worte von soeben gingen ihr noch im Kopf herum. Wieso Neid? Es macht einfach keinen Sinn. Wo Jaurik doch gefangen war, auf alles könnte er neidisch sein. Sicher aber nicht darauf, als Zweiter Essen zu bekommen. So etwas waren Dinge, über die sich Jungen stritten, die es gewohnt waren, alles zu bekommen. Jaurik aber hatte nichts. Prüfend legte sie den Finger an den Kessel. Das Wasser war noch immer kühl. Also erlaubte es ihr die Zeit, sich um dieses Geheimnis zu kümmern, welches ihren Geist erfasste, wie eine Spinnnetz das Insekt. Jaurik hatte einige Worte herausgebracht, erschien daher nicht vollends ungeheuerlich. Konnte er ihr sagen, welche Dinge ihn beschäftigten? In ihren Rockreifen stieg sie die steilen Treppe hinauf in das Anwesen. Schon von Weitem erfasste sie den Schock. Joriks Tür stand erneut offen. Das kann doch nicht, zischte sie in ihre zuvorigen Gedanken verwerfend. War dieser Junge wirklich nicht zu bändigen? Je näher sie der Tür kam, desto deutlicher nahm sie ein Quietschen wahr, wie von einem gequälten Hund. Dazwischen jedoch ein Kichern und Lachen. Ganz so, als spielten zwei Jungen ausgelassen miteinander. War sie letztendlich nur einen dummen Streich auferlegen? Lachten beide Brüder am Ende über sie? Mary trat leise an den Türrahmen und spähte in den abgedunkelten Raum. Mit einem Schrecken legte sie die Hand an den Mund. Kein Spiel ist, was sie nun erblicken musste. Adala, noch immer in sein Nachtgewand, stand mit seinem Knie auf Joriks Rücken. In seiner Hand ein Seil, das er um den Hals seines Bruders geschlungen hatte. Die andere Hand hielt er verborgen. Ein leises Kichern drang aus Adalas Kehle. Aus Joriks nur ein röchelndes Wimmern. »Was tut ihr da?« rief Mary entsetzt und stürzte in den Raum. Adala zuckte zurück und sah sie mit großen Augen an. »Was machst du hier?« Mary griff in das Seil und riss es den Jungen aus der Hand. »Bist du des Wahnsinns? Solltest du nicht Essen machen?« raunte Adala sie an. Mary aber ging nicht auf diesen Vorwurf ein, löste das Seil vom Hals des am Boden liegenden entstellt. »Mein Gott, er ist dein Bruder!« »Er ist ja nur ein Monster!« fluchte der schmächtige Junge. Sein Arm zuckte kräftig nach unten und Jorik wimmerte erbärmlich auf. Mary begriff erst nicht, was soeben geschehen war und Adala getan hatte. Sie musste genauer hinsehen, um die blitzende Klinge zu erkennen, die wie ein Kartoffelmesser aus der kleinen Faust des Jungen ragte. Blut tropfte auf den Boden und Mary trat verunsichert um ihn herum. »Was machst du da?« versuchte sie zu begreifen. »Wo hast du das Messer her?« »Das gehört meinem Vater!« Wieder ritzte Adala den Oberkörper seines Bruders, der jämmerlich quiekte. Der Stich war nicht tief, aber tief genug, Blut hervortreten zu lassen. »Jorik war heute Morgen gekommen, es mir wegzunehmen!« Abermals holte er aus. »Das gehört bestraft!« Mary konnte nicht anders und packte das Handgelenk des Jungen. »Genug!« schrie sie. »Wie kannst du nur?« Ihre Augen fixierten das schmale und scharfe Metall, huschten anschließend über die Schnitte auf dem entstellten Körper Joriks. Sie weitete die Augen und hielt einen Moment den Atem an. Die immer gleichen Wunden, von denen seine Mutter gesprochen hatte, stammten nicht durch den womöglichen Wahnsinn des Entstellten selbst. Sie alle hatten diese Klinge zur Ursache. »Heilige Mutter Gottes«, stieß sie angesichts dieser Kenntnis aus. Adala war nicht, was er vorgab. »Lass mich«, der schmächtige Junge zerrte an ihren Griff. Mary aber gestattete es ihm nicht, sich zu lösen. Was auch immer hier in diesem Haus vor sich ging, es musste ein Ende finden. Da sie das Messer nicht von seinen Fingern lösen konnte, hob sie Adala auf die Füße und versuchte ihn zur Tür zu buxieren. Der noch immer sich zur Wehr sitzende Junge schlug nun unverhofft seine Zähne in ihre Hand, die ihn gepackt hatte, und löste so mit Marys Griff. »Du kleiner Bass!« schrie sie vor Schreck, schluckte den Ausdruck jedoch hinunter und wich etwas zurück. Adala starrte sie an, schien wie von Sinnen und setzte ihr nach. Die Klinge schlug ihr entgegen, Mary wich jedoch aus. Mary wich jedoch aus, auch ein zweites und drittes Mal. Im nächsten Versuch verfing sich das Messer in ihrem Rock. Es war nicht scharf genug, den Stoff zu schneiden. Noch während der Junge die Klinge befreien wollte, gelang es Mary, ihn abermals zu packen. Adala entglitt jedoch ihren Versuch, ihn endgültig zu halten. Mit Schwung drehte er sich selbst, riss die Klinge nach mehreren Versuchen aus dem Stoff, stolperte dabei jedoch über seine eigenen Füße. Mit einem hellen Schrei ging er zu Boden
und blieb regungslos liegen. Fassungslos sah Mary auf die beiden am Boden liegenden Kinder, Jorik röchelnd und verletzt durch mehrere Schnitte, den Kopf leicht in die Richtung gehoben, sein schiefer Mund öffnete und schloss sich wie bei einem Fisch. Verunsichert über das soeben Erlebte, hockte Mary sich nieder und drehte Adalar auf den Rücken. Das winzige Messer steckte schräg in seiner Seite. Blut drang aus der Wunde, wenn auch nicht viel. Herr im Himmel, flehte sie unfähig, der Situation Herr zu werden. Konnte es noch schlimmer kommen? Was hast du getan? Schrie Adalar sie plötzlich an. Blut rann zwischen seinen Lippen hervor. Warte, rief sie ihm und zögerte, nach dem Griff des Messers zu greifen. Bleib still liegen. Ihr Vater erklärte einmal, dass ein Messer besser nicht herausgezogen wurde. Endlose Sekunden starrte sie auf den fein verzierten Griff, in dem silbern ein K und ein A eingraviert war. Diese Klinge, flüsterte sie, als Adalar plötzlich den Messergriff packte. Nicht rausziehen, rief sie noch. Der Junge aber ignorierte sie. Wuchtig die blutige Klinge in ihre Richtung, verfehlte sie jedoch, da Mary sich rückwärts fallen ließ. Adalar richtete sich auf. Dunkles Blut sickerte aus seiner Wunde, die er zu ignorieren schien. Sich nicht weiter um das Dienstmädchen kümmern, rollte er sich auf den Boden und kroch auf allen Vieren seinem Bruder entgegen. Die Klinge der Faust, das Gesicht zu einer wütenden Fratze verzogen und sein Blut auf den staubigen Holzboden verteilend. Mary rappelte sich auf, stolperte an den kriechenden Jungen vorbei, griff Jorik, entwand diesen den Zugriff Adalars und stürzte mit dem Entstellten den Armen zur Tür. Mit den Füßen schlug sie das Holz in den Rahmen und mit der freien Hand drehte sie den Schlüssel. Adalar im Inneren schrie auf, einem wilden Tier gleich. Wuchtig schlug etwas von innen gegen das Brett, das kaum genug Kraft aufbringen konnte, das Holz zum Erbeben zu bringen. Mary lehnte sich dennoch dagegen. Notfalls würde sie den ganzen Tag hier hocken und warten, bis die Hausherrin zurückgekehrt war, um sicherzugehen, dass das Ungeheuer in diesem Zimmer eingeschlossen blieb. Ja. Das war die erste. Und ich denke, das ist einen dicken Applaus wert, meine Damen und Herren. Wow, mein Puls. Und da kommen unsere Zuschauer mit ins Spiel. Dein Puls? Du kennst die Geschichte ja schon. Sag mal, hast du... Ja. Sprich? Lassen wir erst den Applaus verklingen. Okay. Du hast eine besondere Beziehung zu Halloween. Erzähl doch mal. Ui, also Halloween ist tatsächlich so eins der wenigen Feiertage, die ich wirklich ausgiebig zelebriere. Ich habe eine riesengroße Kiste mit unglaublich viel Halloween-Deko. Inspiriert übrigens damals, ich weiß nicht, ob jemand die Sendung Roseanne kennt, ist eine sehr alte Sitcom. Und die haben auch immer so den Halloween-Folgen, ähnlich wie die Sims, immer so ein Special gemacht. Und die haben das Haus immer so wahnsinnig toll dekoriert, das mich immer megamäßig inspiriert hat. Und das hatte ich halt versucht nachzumachen. Natürlich mehr schlecht als recht. Ja, er hat gesagt, sehr alt, Mira. Ich habe es auch gehört, ja. Übrigens, deshalb aber war ich Dan, auch, ja? Dan gewinnt immer. Dan ist der Meister. Ich fand ja... Meister, wenn er da mit der Jason-Eishockey-Maske durch die Gegend rennt. Ja, ich fand es sehr schade, dass das Reboot so kaputt gegangen ist aufgrund von Roseanne Barr selbst, dass die sich da mal nicht zurückhalten konnte und die Leute überreagiert haben. Das hätte mich echt gefreut, auch wenn der Gott, wie heißt er, John? Wie heißt er? Goodman. Der hat ja abgebaut, mein lieber Scholli. Ich habe den erst gar nicht erkannt. Ich habe sowieso ein Problem, Gesichter zu erkennen, aber der hat ja auch seinen Körper verändert. Ein bisschen magerer geworden. Ja. Also ich fand es schade, dass die Serie quasi auf diese Art und Weise abgesetzt wurde, aber halt zum Glück dann umgemuddelt wurde, dass die Roseanne einfach tot ist, falls jemand das nicht gesehen hat. Aber egal, Halloween, ja. Und meine gewaltige Kiste an Halloween-Deko ist mannshoch. Ja? Und da ist alles Mögliche drin, von Grabsteinen bis Skeletten, Katzen, alles mögliche, also Totenkatzen, Fledermäusen, Spinnen. Ach, sind tote Katzen, Gott sei Dank. Ja, also natürlich. Ist es. Aber nur wenn du aufmachst, ist sie tot. Wenn sie süß ist, lebendig, ist eine Schröderingskatze. Na, das ist gut, ja. Die ist ganz, und ich habe das dieses Jahr halt komplett verpeilt und einfach nicht geschafft, meine Wohnung zu dekorieren. Die ist nämlich neu. Ich wohne ja seit noch nicht mal ein Jahr.
Und nächstes Jahr mache ich das wieder mal. Genau. Das Schöne übrigens an der Geschichte, falls die gefallen hat, die ist damals zu der Ausschreibung Dark End von der Geisterspiegel-Anthologie gemacht worden. Die Romantruhe hat die Anthologie veröffentlicht. Und damals gab es tatsächlich 163 Einsendungen. Und damals habe ich schon gedacht, oh Gott, 163, da bin ich raus. Brauchst du gar nicht keine Gedanken machen. Tschüss. Und dann kam ich tatsächlich in die engere Auswahl und zwei Wochen später sogar mit in die Anthologie selbst rein. Per E-Mail hat mich die Anke Brandt, die das Ganze organisiert hat, dann informiert. Ich habe ihr leider viel zu spät geschrieben, dass ich heute die Lesung hier mache. Habe da überhaupt nicht mehr dran gedacht. Die Anthologie ist ja im Februar erschienen. Ist also schon ein bisschen hin, ne? Naja. Auf jeden Fall ein gutes Ergebnis. Kann man sich drüber freuen, ne? Ja. Wollen wir weitermachen oder wollen wir noch kurz Puls runterkommen lassen? Ich meine, wir haben nicht mehr viel Zeit, 20 Minuten noch. Ich denke, wir machen weiter. Wir lauschen dir einfach gerne, ob du jetzt vorliest oder uns Geschichte über Halloween erzählst. Insofern ist das völlig okay. Ich wollte dich auch nicht unterbrechen. Nö, ich glaube, den Applaus. Die Leute wollen dich noch eine Geschichte lesen hören, deswegen sind sie ja da. Fantastisch. Und ich übergebe die Bühne wieder an Galax mit der. Ich muss ganz kurz meinen AFK-Modus im Second Life wieder rausnehmen. Ja. Ich finde das schade, dass die Figuren immer einschlafen, aber naja. Besser die Figuren als die Zuhörer. Das stimmt. Das ist in der Tat richtig. So. Die Geschichte jetzt ist ein völlig anderes Thema und hat auch ganz andere Elemente. Ich fange einfach mal an. Die Geschichte heißt Pummel. Patrick Klein war ein Mann, der fest im Leben stand. Genau wie seine Eltern, die ihm sein ganzes Leben lang erklärt hatten, wie wichtig es sei, dies niemals aus den Augen zu verlieren. Ebenso erklärten sie ihm, dass es unerlässlich sei, etwas Gescheites zu lernen, immer aufmerksam zu sein und stets zuzuhören, wenn man es eines Tages zu etwas bringen möchte. Patrick war ein folgsamer Sohn, der seine Eltern stolz und zufrieden machte. Sein Abitur bestand er mit einer 2,2 und schloss sein BWL-Studium überdurchschnittlich gut ab. Er selbst pflegte sogar zu sagen, sofern man ihn danach fragte, er sei Jahrgangsbester. Die anderen hätten sich nämlich nur irgendwie durchgemogelt. Sein Bestreben zahlte sich aus. Heute war er Abteilungsleiter in einem großen Unternehmen, dessen Namen er sogar auf seinen Aktenkoffer aus echtem Leder drucken ließ. Beinahe alles war perfekt, bis auf ein kleines Manko. Patrick war allein. Seit er sein behütetes Elternhaus vor einem Jahr verlassen hatte. Die Zeit des Lernens und des Bemühens um seine Karriere hat ihn bisher so sehr eingenommen, dass für Frauen kein Platz gewesen war. Er war inzwischen 29 Jahre alt und hatte schon vieles erreicht. Zugegeben, die Blüte seines Lebens hatte er bereits hinter sich, aber noch war sie nicht ganz verwelkt. Genau genommen war diese Blüte sogar noch unangetastet, aber das störte ihn nicht sonderlich. Er gehörte nicht zu den Menschen, die sich über ihre Leistung im Bett profilierten, sondern über das, was sie tatsächlich im Leben geschaffen hatten. Auch an diesem Tag war er wieder einmal sehr zufrieden mit seiner Arbeit und sich selbst. Sein Erfolg hatte er in seinem Büro täglich vor Augen. Seine unkomplizierte Art und das Talent, jedes Problem zu umschiffen, machte ihn zu einem sympathischen Vorgesetzten und ergebenen Diener der Obrigkeit in allen Bereichen. Der Schlüssel in seiner Hand klimperte, als er ihn aus der Tasche seines maßgeschneiderten Anzugs zog und ins Türschloss zu seiner geräumigen Wohnung in bester Lage steckte. Wie jeden Tag wischte er sich die Schuhe ab, ehe er eintrat. Anschließend gab er der Tür von innen mit seinem Fuß einen leichten Stoß und ließ sie zurück ins Schloss gleiten, während er mit der freien Hand nach dem Lichtschalter tastete. Ein tiefschwarzer Schatten huschte aus dem Flur in sein liebvoll eingerichtetes Wohnzimmer, als das schwache Licht der Energiesparlampe langsam in Fahrt kam. Patrick hatte die Bewegung nur aus den Augenwinkeln gesehen, dennoch erschrak er. War da jemand? Er umklammerte den Griff seines Aktenkoffers und spähte in den weiten Flur, in dessen Wänden all seine Urkunden, Abschlüsse und Auszeichnungen wie in einer Galerie aufgehängt waren. »Hallo?« rief er in seine gähnend leere Wohnung. Er warf einen Blick in das Wohnzimmer, das den Wänden entlang mit schwarz-weißen Möbeln in einen scheinbar minimalistischen Stil ausgestattet war. In der Mitte wäre genug Platz, um ein Auto zu parken.
Patrick brauchte diese Art von Freiheit nach der Enge in seinem Büro. Er hatte sich für jedes seiner Bedürfnisse ein eigenes Zimmer eingerichtet. Sein nächster Black galt dem nicht weniger großen Schlafzimmer. Dann dem Arbeitszimmer, dem Entspannungszimmer, dem WC, der Küche und dem Sportzimmer, wo sich ein Laufband und eine Hantelbank befand, die noch bis heute unbenutzt war. Nichts. Es gab auch nicht besonders viele Ecken oder Winkel, in denen sich jemand verstecken konnte. Daher war die Suche nach der Quelle der gegierte Haar und löste langsam seine Krawatte. Es war ein arbeitsreicher Tag gewesen. Diese Ursache für die optische Täuschung musste darin zu finden sein. In der Küche entnahm er dem Kühlschrank eine Flasche Martini und füllte sie in sein Glas, das er jeden Abend benutzte. Er löschte auf dem Weg zu seinem Schlafzimmer die Lichter an jeden Schalter, den er passierte. Hinter ihm, kaum dass die Lampe des Flures erloschen war, spielte aus seinem Schlafzimmer fallend das aus seinem Schlafzimmer fallende Licht absurde Schattenspiele mit seiner Einrichtung und diesem dunklen Ding nah am Boden. Patrick stutzte, schaltete sofort das Licht wieder an und blickte starr in den leeren Flur. Seine Hand ruhte noch immer auf den Schalter. Mit dem erneuten Klicken verglomm das Licht. Patrick hielt den Atem an. War da etwas oder nicht? Es gab nichts im Flur, das diesen Schatten verursachte, dennoch war da irgendetwas. Noch einmal flammte die Lampe auf und wieder ab. Patrick wagte nicht näher hinzusehen. Innerlich sah er das Bild seines Vaters, der hinauslachte. Ein letztes Mal schaltete er das Licht ein und wieder aus, wo er dachte, den seltsamen Schatten einen Moment lang, ehe er sich dazu entschied, endlich ins Bett zu gehen. Kaum war jedes Licht aus dem Flur verschwunden, hob sich der Schatten gemächlich und tapste mit schweren Schritten auf die eben geschlossene Tür zu. Patrick legte sich jeden Abend zur selben Zeit in sein großes Bett, das für mindestens 3 Personen ausgereicht hätte. Er hätte natürlich nie in Erwägung gezogen, dieses Bett gleich mit 2 Personen zu teilen. Schon gar nicht mit einem Mann, mit dem er sich dann eine Frau hätte teilen müssen. Dieses Bett war für ihn allein. Und es machte schon her, wenn Besucher, sofern es welche geben würde, ihn um seine Ausstattung beneideten. Mit Entsetzen öffnete er seine Augen. Irgendetwas hat ihn aus seinen Träumen gerissen, die sich nicht selten um Zahlen und Kontostände drehten. War das ein Knall? Irgendetwas fürchterlich Lautes hatte ihn aufgeregt. Doch als er mit angehaltenen Atem die Ohrenspitze war nichts zu hören. Kein Nachhall, kein Echo, nur beängstigte Stille. Das Treiben auf der Straße, 60 Meter unter seinem weiten Fenster, drang nur gedämpft hier hinauf. Zwischendurch erklang das Hupen eines Fahrzeugs. Ansonsten war das summende Rumoren von Taxen und Nachtbussen wie ein Rauschen zu hören. Es war eine sehr ruhige Gegend, kaum Verkehr in der Nacht, und die S-Bahn-Station war so weit entfernt, dass er die Züge noch nie wahrgenommen hatte. Was er aber wahrnahm, war diese plötzliche Kälte. Nicht so, als habe jemand das Fenster geöffnet, denn es zog nicht. Es war viel eher so, als ob jemand recht lange vor dem geöffneten Kühlschrank stand. Patrick zog die Decke hoch bis zum Hals, drehte sich um, kuschelte sich ein Kissen und erstarrte. Schrecken, Hitze, Kälte, blanke Panik durchzog seinen plötzlich hellwachen Verstand. Da vorne war etwas, direkt vor ihm, etwas Dunkles und Lebendiges, nur was? Dort drüben in der schattigsten Ecke seines Schlafzimmers, wo der spärliche Mond sich fast schon erstarb, hockte dieses Ding aus dem Flur. Lichtfetzen schimmerten auf seiner rabenschwarzen, klobigen, fast schon gewaltigen Gestalt. Inmitten dieses dunklen Haufens aus furchteinflößender Hässlichkeit standen 2 gelbgrelle Augen, die Patrick starr fixierten. Er wusste nicht, was er tun sollte, krallte sich in den Schutz seiner Bettdecke und starrte hilflos zurück. Sein Herz überschlug sich, Angstschweiß trat aus all seinen Poren und überzog ihn mit einem kalten Film. Er wagte nicht, sich zu bewegen. Das Tier, er schätzte, dass es ein Hund war, bemerkte ihn vielleicht nicht, wenn er sich ganz still verhielt. Wie kam er herein? Wem gehörte er? Patrick beobachtete die gelben Punkte, die ihm aus dem Schwarz seiner Zimmerecke anfunkelten, noch eine ganze Weile, bis ihn irgendwann der Schlaf übermahnte. Als Patrick erwachte, war die Sonne bereits aufgegangen und der Straßenlärm hatte sich deutlich verstärkt. Der Hund war verschwunden. Patrick besuchte vorsichtig das Schlafzimmer, danach jeden Winkel seiner Wohnung. Das erste Mal fühlte er sich von den hohen Wänden und den weiten Räumen eingeschüchtert. Niemals konnte er gleichzeitig alles absuchen. Dazu war einfach zu viel Platz, zu viele Zimmer.
Weil an einem konnte jeder oder alles von einem Raum in den anderen spazieren, ohne dass er es überhaupt bemerkte. Daher schloss er jedes durchsuchte Zimmer sorgfältig ab. Am Ende stand er allein im Flur, frierend, dann noch immer im Pyjama und umgeben von verschlossenen Türen und verunsichert über die Ereignisse der letzten Nacht. Wie war der Hund hinein und wieder hinausgekommen? Im Schnellverfahren zog er sich an, verzichtete auf Kaffee und Frühstück, griff nach seinen Schuhen und gleichzeitig nach dem Aktenkoffer. Seine Hand fast ins Leere. Seine Augen suchten den Ablageplatz. Hatte er die Tasche gestern mit in die Küche genommen? Nein, erkannte er, als er die Ecke seines Koffers unter der kleinen Kommode entdeckte. Noch während er sich fragte, wieso sein Koffer unter der Kommode lag, packte er ihn an der zerfledderten Ecke und zog ihn hervor. Was zum, rief er entsetzt aus. Sein Koffer, er war restlos zerfetzt, wie von einer Axt aufgeschlitzt und zerschlagen. Mühsam ging er auf die Knie und beugte sich hinunter. Mit weiten Augen sah er unter die Kommode. Wie zu einem Nest zusammengedreht lagen dort seine Papiere, das Innenfutter und das verrissene Leder seines einzigen Koffers. Er griff nach einem der Papierreste. Es war der Vertrag, den er gestern aufgesetzt hatte. Verdammt! Nun musste er alles noch einmal ausarbeiten. Übermüdet und mit chaotischen Gedanken ging er schließlich ins Büro. Den Tag über blieb er unkonzentriert. Nichts gelang ihm und seine Quote war noch nie in ein derartiges Tief gestürzt. Mit Ach und Krach konnte er wenigstens den Vertrag erneuern. In der Pause schlief er sogar ein. Keiner seiner Untergebenen sprach ihn darauf an, im Gegenteil. Einige übernahmen Teilbereiche seiner Aufgaben, ohne ein Wort zu sagen. Man sah ihm seine schreckliche Nacht wohl an. Als Patrick am Abend nach Hause kam, tastete er sofort nach dem Lichtschalter. Seinen Flur aber betrat er erst, nachdem die Energiesparlampe ihre volle Wirkung entfaltet hatte. Nachdem er sicher war, dass nichts und niemand auf ihn wartete, schloss er die Tür fest hinter sich. Die Reste seines Koffers lagen nicht mehr vor der Kommode, auch nicht darunter. Jedes Zimmer war allerdings noch immer verschlossen, wie er feststellen durfte, nachdem er alle Türen geprüft hatte. Er griff nach einem Regenschirm und schloss den ersten Raum auf der linken Seite auf. Es war die Küche, schräg gegenüber dem Wohnzimmer. Sorgfältig durchsuchte er jeden Winkel, jeden Schrank, den Schirm stets abwehrbereit erhoben. In der anderen Hand sein Smartphone, um ein Foto von den dunklen Eindringlingen machen zu können. Nach einer unendlichen, langen Stunde hatte er Gewissheit, dass er vollkommen allein war und setzte sich an seinen Computer. Er musste Arbeit nachholen. Es war nicht so, dass er es tun musste. Er wollte es. Irgendwie musste er seine Quote ja wieder aufholen. Das Anschlagen der Tasten auf sein Keyboard erfüllte den Raum, bis er von einem tiefen Knurren unterbrochen wurde. Patrick schnellte sich herum, mehr aus Reflex, als dass er es beabsichtigt hatte. Noch in derselben Sekunde bereute er es. Was da draußen auch saß, es war kein Hund. Dieses Ding hatte ledrig scheinende Haut, die von auf dem Rücken mit groben Schuppen versehen war. Inmitten eines schnabelförmigen und mit vier gewaltig deutlich abgenutzten Hauern und stacheligen Zähnen bewehrten Schädels. Oh Gott, sorry, darf ich den Satz nochmal? Ich würde sagen, ja. Ja, das ist komplett hier schade eigentlich. Ich mag den Satz. Inmitten eines schnabelförmigen und mit vier gewaltigen, deutlich abgenutzten Hauern und stachelig Zähnen bewehrten Schädels lagen diese hässlichen gelben Augen. Oben auf den knöchelnden Kopf trug das Monster gebogene Hörner, unter denen zwei kleine verschrumpelte Ohren nervös zuckten. Der ganze massige Körper stand auf vier gewaltigen Krallen. Patrick bemerkte nicht, wie er sein Telefon in die Hand nahm und geistesabwesend ein Foto zu machen versuchte. Das Wesen hockte an der Tür und starrte ihn mit blitzenden Augen an, atmete dabei schwerfällig und bewegte sich keinen Millimeter. Patrick starrte zurück. Wie lange hatten sie sich schon gegenseitig angesehen? Sekunden oder Stunden? Als Patrick sich endlich bewegte, reagierte es. Mit einem großen Schritt kam es auf ihn zu und er hielt sofort inne. Still starrte er auf das schreckliche Monster, das Smartphone noch immer umklammernd. Einer der Klauen machte einen weiteren Schritt. Das Keuchen des Wesens wurde lauter und schneller, glich sich dem Herzschlag Patricks an. Mit einem überraschenden Satz sprang er von seinem Stuhl auf. Zeitgleich stürzte das Monster auf ihn zu. Patrick wich ihm um die kleine Ablage in seinem Heimbüro aus, hechtete in den breiten Flur der Haustür entgegen. Seine Augen krallten sich förmlich in den rettenden Ausgang, der nur wenige Meter vor ihm lag. Er griff nach der Klinke. Das Trommeln der Klauen auf dem Parkettboden hinter ihm näherte sich bedrohlich schnell
und das Keuchen des Monsters spürte er beinahe schon in seinem Nacken. Er riss die Wohnungstür auf, sprang in den Hausflur und stürzte die Treppe hinunter. Das Zuschlagen seiner Wohnungstür hörte er erst, als er bereits einen Stockwerk tiefer war. Völlig aufgelöst rannte er weiter. Das Trommeln war verklungen, hallte in seinen Ohren jedoch wieder, wie ein drohendes Omen. Beinahe hatte er im Treppenhaus einen seiner Nachbarn umgestoßen. Dessen ungeachtet stürzte er weiter auf die offene Straße, nur im Hemd, seiner kurzen Pyjamahose und den Pantoffeln. »Taxi!« brüllte er, lief auf die Fahrbahn und rannte diese hinunter, sich dabei umschauend, ob er nicht verfolgt wurde. Es tauchte jedoch keines dieser nervigen gelben Fahrzeuge auf. Am Tage fuhren sie ihm die Füße ab und verfolgten ein, und nachts ließen sie sich nirgendwo blicken. Es war ein Ärgernis. In seinen von Feuchtigkeit durchsetzten Pantoffeln hetzte Patrick den Bürgersteig entlang, bis er den rot glimmenden Namenszug eines Hotels erkannte, an dem er schon so oft vorbeigefahren war. Das Einchecken war leichter als geahnt. Er hatte sein Smartphone noch fest im Griff, als er in der Lounge eintrat. Für einen Augenblick schien er, der Portier ihm sofort hinauswerfen zu wollen, doch Patrick konnte erklären, dass es sich um einen Notfall handelte. Welcher Art konnte er allerdings nicht sagen. Er wollte auch nicht ins Detail gehen. Um ein Zimmer zu bekommen, ließ er den Mann hinter der Rezeption mit der Service-Hotline seiner Bank sprechen, bei der er sich recht schnell identifizieren konnte. Die Frau am anderen Ende, die den tragischen Job innehatte, auch nachts als Telefonkraft zu wirken, bezürzte offenkundig den robusten Mann, der im tadellos sitzenden Anzug hinter seinem geschmackvoll eingerichteten Tresen stand, mit großem Erfolg. Lächelnd übergab er seinen Gast in der ungewöhnlichen Erscheinung den kleinen Schlüssel und wünschte eine angenehme Nachtruhe. Das Zimmer war gemütlich, wie man heutzutage zu vielen zu engen Räumen sagte. Patrick legte sich auf das ebenso gemütliche Bett und versuchte, das Bild auf dem Telefon zu identifizieren. Schließlich konnte nicht wahr sein, was er zu sehen geglaubt hatte. Was war es also, das dort in seiner Wohnung auf ihn lauerte? Die Aufnahme war verwackelt und die Augen und die Klauen waren allerdings sehr deutlich zu erkennen. Er hatte sich nicht getäuscht. Dieses Ding war kein Hund. Er war sich noch nicht einmal sicher, ob es überhaupt ein Tier war. Die Gewissheit, seit Tagen mit diesen Ungetümen in seiner Wohnung gewesen zu sein, ließ ihn einen grauenhaften Schauer über den Rücken laufen. Nachdem er noch einige Minuten auf das Bild gestarrt hatte, wählte er sich ins Netz ein, um dort nach ähnlichen Beschreibungen zu suchen. Das kleine Display und seine gesteigerte Nervosität machten die Suche nach seinem Ungeheuer fummelig. Was? Sorry. Das kleine Display und seine gesteigerte Nervosität, die ich übrigens auch habe, machte die Suche zu einer ungeheuer fummeligen Angelegenheit, so dass er beschloss, am nächsten Morgen auf der Arbeit weiter zu recherchieren. Zudem hatte er Schlaf nachzuholen, den er auch recht schnell fand und genauso schnell auch wieder verlor. Ein Knurren und ein grausiger Schrei zerrte ihn aus dem Schlaf. Patrick riss die Augen auf und sah in ein gelb glimmendes Augenpaar, das sich nur einen Meter vor ihm befand. Das Wesen war ihm gefolgt. Ruhig atmend, mit einem leichten Knurren in der Kehle, hockte es in der Ecke des Hotelzimmers und starrte ihn mit grimmigen Gesichtszügen an. Und Patrick tat, was er immer machte. Er starrte zurück. Zitternd und wimmernd im Schutz seiner Bettdecke, als sei er 7 Jahre alt. In seinem Leben war kein Platz für derlei Dinge. Er stand doch mit beiden Beinen fest im Leben. Es gab keine Gestalten, die es nicht gab. Es gab keine Geister oder Monster. Und doch saß da drüben jenes Monster und brüllte ihn stumm an. Patrick erinnerte sich an seine Kindheit, wie er jeden Abend Angst vor dem Monster unter seinem Bett gehabt hatte. Wie jedes Kind. Sein Vater hatte nur gelacht und gemeint, es könne gar nicht so viel Monster geben, wie es Kinderbetten gibt. Auch seine Mutter meinte, dass die Monster ganz bestimmt nicht zusammen mit Betten verkauft werden würden und auch gar nicht niemand umherging, um die Monster irgendwo zu verteilen. Das war natürlich richtig. Es gab keine Monster. Das war alles Unsinn. Warum zum Teufel aber wusste dann dieses Vieh da drüben nichts davon? Es gibt dich nicht, stammelte Patrick dem Wesen entgegen, das daraufhin schnaubte, als habe es ihn verstanden. Also verschwinde! Wieder schnaubte das Tier. Dann legte es sich etwas bequemer hin, hatte Patrick jedoch fest im Blick. Am nächsten Morgen war das Wesen verschwunden. Patrick bestellte sich online einen billigen Anzug und ließ sich diesen auf sein Zimmer bringen. Im Büro erntete er Gelächter und dumme Sprüche aufgrund seiner Erscheinung. Schuhe hatte er keine bekommen. Er war ungewaschen, unrasiert und trug einen viel zu kleinen blauen Anzug. Er erklärte jedem, der bereit war zuzuhören, dass er in der Nacht von einem Hund aus seiner Wohnung vertrieben wurde. Einem besonderen Hund, wie er
ihn noch nie gesehen hatte. Als Beweis zeigte jeden, der sich tatsächlich dafür interessierte, das Foto. Doch es gab nur noch mehr Gelächter. Der Praktikant in der Grafikabteilung machte das in 2 Minuten. Nur besser, rief eine Stimme. Aber die Krallen hast du gut hinbekommen. Wo ein verborgenes Talent, kommentierte ein anderer. Der Verwackungseffekt ist richtig echt. Gute Arbeit, aber ich würde noch ein wenig mehr Blut an den Kiefer machen. Patrick sah sich derlei Spott den halben Tag ausgesetzt und landete mit seiner Geschichte sogar bei seinem Vorgesetzten, der zwar nicht besonders angetan von den Berichten und dem Foto war, ihm jedoch den Rest des Tages freigab. Die Versuche, für die kommende Nacht bei Kollegen unterzukommen, die sich jahrelang als Freunde ausgaben, scheiterte kläglich. Das Hotel hatte sich als Zuflucht vor dem Monster auch nicht als geeignet herausgestellt. Wohin also? Als er seine Wohnung erreichte, griff er in den Blumentopf, in dem er seinen Zweitschlüssel versteckt hatte, direkt neben den Zweitschlüssel seiner Nachbarin. Patrick zögerte noch einen Moment, die Tür zu öffnen. Dieses Vieh würde wahrscheinlich schon auf ihn warten. Geschlossene Türen hatten es bisher nicht aufgehalten. Langsam ließ er das Schloss aufschnappen, gab der Tür einen kleinen Stoß. Das Licht brannte noch immer. Seltsamerweise ging ihm gerade durch den Kopf, dass er nun mit der neuen Energiesparlampe keinen Cent gespart hatte, da sie inzwischen mehr als einen ganzen Tag dauerhaft in Betrieb war. Sein Blick galt seinem geräumigen Flur und dem schwarzen Wesen, das dort wie auf dem Präsentierteller saß und auf ihn wartete. Scheiße, verdammt! Flüsterte er, knallte die Tür wieder zu. Verpiss dich! Brüllte er seine Tür an. Es dauerte nur Sekunden, bis neugierige Nachbarn die Köpfe aus ihrer eigenen Wohnung steckten. Seine Nachbarin fragte, ob alles in Ordnung sei. Sie war ehrlich besorgt, als sie seinen Zustand erkannte. So hatte sie den stets ordentlich gekleideten jungen Mann noch nie gesehen. Ja, alles bestens, fuhr er sie an und entschuldigte sich im selben Augenblick für seine unhöfliche Antwort. Die Frau nickte verstört und verschwand wieder im Inneren ihrer 4 Wände. Patrick setzte sich auf die Treppe, legte das Gesicht in die Hände und dachte nach. Schließlich nahm er sein Telefon und spielte mit den Gedanken, die Polizei zu. Ups, sorry. Schließlich nahm er das Telefon und spielte mit den Gedanken, die Polizei, das Seuchenkommando oder einfach nur den Hundefänger zu rufen. Der Akku war leer. Verdammt! Flüsterte er und wagte einen zweiten Versuch, in seine Wohnung zu gelangen. Er wollte nicht noch mehr Aufmerksamkeit erregen. Noch immer gierten die Hälse 2 älterer Damen über das Geländer und beobachteten ihn wie ein skurriles Ausstellungsstück. Langsam öffnete er die Tür. Sein Blick traf sich mit dem des Monsters in der Mitte des Flures. Er nahm das nutzlose Telefon und warf es dem Wesen entgegen, das sich daraufhin langsam und gemächlich aus dem Flur in eines der Zimmer bewegte. Patrick zitterte am ganzen Leib und lehnte sich an seine Haustür, die sich daraufhin schloss. Lange stand er da, das Wesen zeigte sich nicht mehr. Irgendwann, seine Beine schmerzten schon, sein Kopf dröhnte und drohte zu platzen, trieb es ihn in sein Bett. Wie ein Dieb schlich er sich durch seine Wohnung und sah sich um, suchte wieder jeden Winkel ab, an dem er vorüberkam. Auch in sein Schlafzimmer durchsuchte er sehr sorgfältig, ehe er die Tür verriegelte, wenn er auch wusste, dass es keinen Sinn hatte. Ohne die Kleidung zu wechseln, legte er sich in sein Bett. Sofort schlief er ein. Irgendwann in der Nacht wachte er auf und wurde wie schon in den Nächten zuvor von den gelben Augenpaar beobachtet. Das Wesen war nun so nah, dass Patrick die Hauer und Zähne am schnabelförmigen Kopf zählen konnte. Die glimmigen Augen waren so wild, dass er befürchtete, diese Nacht würde seine letzte sein. Patrick Klein war ein Mann, der fest im Leben stand. Seine Eltern hatten ihm sein ganzes Leben lang erklärt, wie wichtig es sei, diese wirklichen Dinge zu beachten. Fortsam hatte er daran festgehalten, jeden Tag. Eine Frau gab es in seinem Leben noch immer nicht. Die Arbeit nahm ihn so sehr ein, dass da einfach kein Platz war. Doch bald würde sich dies ändern, das hatte er sich versprochen. Er öffnete seine Wohnungstür, nach einem erfolgreichen guten Arbeitstag, stellte seinen Koffer an den richtigen Platz und ging direkt zu der kleinen Schale, die er nahe der Küche auf den Boden gestellt hatte. Ein rohes Steak landete darin. In der zweiten Schale füllte er frisches Wasser. Als er seine Arbeit am Computer fortsetzte, huschte ein Schatten aus einem Zimmer in die Küche und untermalte das Klappern der Tastatur mit Schwatzgeräuschen. Gegen Abend ging Patrick ins Bett und warf dem Wesen in der Ecke einen Blick zu und drehte sich um. Gute Nacht, Pummel. Das Monster legte sich bequem auf seine Wolldecke, die Patrick letzten Monat gekauft hat, und schnaufte zufrieden.
Mit seinen grellen Augen beobachtete es den Mann in dem geräumigen Bett, bis es selbst eingeschlafen war. Ach, fertig. Und ich finde, das ist einen dicken Applaus wert, meine Lieben. Huiuiui. Ich mach mal das Klebeband hier ab. Und da kommt er auch. Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen und nochmal auf dieses wunderbare Bühnenbild hier um uns herum hinweisen. Das hat Miara Lubitsch, die sitzt zwischen euch, für diese Lesung heute vorbereitet. Ich finde, es ist ganz herrlich geworden, großartig. Und es passt auch sehr hierzu, das ist mein Eindruck. Ich würde fast gerne noch zwei, drei Sätze zu der Geschichte eben sagen. Das sollst du auch tun, ja. Wie gesagt, die Idee, die hatte ich schon, da war ich auch selbst ein Kind. Und ich hatte ja, wie ihr kennt, viele heute kennen diese Kastenbetten, die keinen Boden haben, also wo nichts drunter passt. Ne? Und zu der Zeit war ich schon mit Horrorfilmen so unterwegs. Und da gucken ja die Kinder mal unter die Betten und dann ist da mal irgendwas. Und mein Bett hatte das nicht. Und ich habe mich immer gefragt, ja, wohin denn mit dem Monster? Und das ist so der Ursprungsgedanke dieser Geschichte. Ja, integriert die Monster in eure Leben. Und natürlich, klar, da ich auf Halloween-Kram stehe, das Monster finde ich natürlich toll. Das will ich behalten als Haustier, ganz klar. Also ich kann mich an einen guten Horrorfilm erinnern, der heißt Mama. Den kennst du garantiert auch. Da klingelt was, ja. Erzähl mal weiter. Ja, ich will gar nicht zu viel über den Film erzählen, aber der Film endet ein bisschen so, wie man es immer erwartet. Der Geist verschwindet. Ich habe ihn gesehen. Ja, stimmt. Und ich dachte eigentlich, da wäre als alternative Handlungsverlauf auch meine Koexistenz möglich gewesen. Denn der Geist ist ja tatsächlich die Mutter der Kinder, um die es da geht. Aber das vermisse ich immer. Du hast also mal was gemacht, was mir im Horror fehlt. Im Horror geht meistens böse aus, vor allem im Film ist so mein Eindruck. Das muss immer fies ausgehen. Ganz selten, wo es mal gut ausgeht oder wo man da vielleicht auch mal eine gemeinsame Ebene findet. Das finde ich auch nicht schlecht. Ne? So was Ähnliches gab es mal in einer Horrorparodie. Und zwar gibt es diesen Film Paranormal oder Paranormal Activity oder so. Ist so ein Handfilm, Kamera wie Blair Witch. Und von diesem Film gibt es eine Parodie. Und die Parodie hat einen einzigen guten Teil, und zwar, wo die Bespukten in dem Haus irgendwann nur noch genervt und gelangweilt von dem Geist sind, dass sie dann halt den Geist schlicht und ergreifend ignorieren. Und dann kaufen sie halt Plastikgeschirr. Wenn er mal wütend die Schränke aufmacht und alles runterfällt, geht es wenigstens nicht kaputt. Und so leben die über viele Tage und Wochen mit dem Geist, der da versucht zu spuken. Und die sagen, ach komm, ist gut jetzt, kennen wir schon. Und das fand ich so super, super drollig, weil dieser Geist so völlig machtlos war mit seiner Macht. Und das fand ich toll. Ja, man muss diesem Thema was Neues abgewinnen. Ne? Das ist ja, genau, das war absolut neu, das war toll. Hast du noch nie irgendwo gesehen, das war super witzig. Ja, ich habe mal eingesehen, da haben sie irgendwie auch so einen Geist im Haus. Scheinbar stellt sich dann mal heraus, dass es irgendwie ein junger Mann ist, der da in dem Haus zurückgelassen worden ist und zwischen den Wänden wohnt. Und Robert, aber ne? Das ist auch eine Komödie gleichzeitig und das endet dann nachher so, dass sie den mit in die Familie integrieren einfach und man hört immer, also zum Schluss hört man noch, wie sie furchtbar über ihn schimpfen, weil er mal wieder irgendwelchen Blödsinn gemacht hat. Aber der baut sich auch erst so auf, als wäre es eine furchtbare Horrorgeschichte und geht dann in diese Richtung. Das war auch nicht schlecht, muss ich sagen. Cool. Ja, aber auch das war eine schöne Idee, es dann Pummel zu nennen. Vor allem finde ich ganz herrlich. Erinnert mich ein bisschen an meine Katze. Die ist gerade auf die Couch geschlüpft zu meiner Frau und schläft da jetzt schon. Nee, die putzt sich. Ja, ihr Lieben, wenn ihr noch eine Frage an Galax habt, könnt ihr sie gerne jetzt stellen. Wir wissen, dass da meistens nicht so viele Fragen sind. Ich will hier raus. Die haben mich eingesperrt. Hast du das gemerkt? Sie haben mich da hinten eingesperrt. Naja. In der Erscheinung gehörst du da rein. Ach so, ja gut, dann in Ordnung. So, ich muss mal alle Bildschirme im Auge behalten, ob da was kommt. Nö, die Leute sind alle eingeschlafen. Nee, die sind garantiert nicht eingeschlafen. Da bin ich ganz, ganz sicher. Nur wir wissen, dass Fragen kommen in der Regel nicht so viel. Ich kann durch Wände gehen, allerdings. Ich habe mich ein bisschen geärgert in der Probe, als ich gestern und heute die Probe gelesen habe, ich nicht ein einziges Mal mich verhaspelt. Das mache ich immer nur live, das ärgert mich so.
Ja, aber das ist jetzt aber auch wirklich kaum aufgefallen, weil wir viel zu sehr mit der Geschichte zu tun hatten und ein bisschen Nervosität live muss einfach sein. Sonst verhaspelt man sich richtig. Nö, das war alles im grünen Bereich. Du siehst ja, Miara schreibt, Galax, es ist nicht aufgefallen. Alles gut. Ja, ich möchte mich einfach mal bedanken, dass du heute bei uns diese Lesung gemacht hast und damit unser klassisches Halloween-Abendkonzept auch weitergeführt hast. Das machen wir jedes Jahr, schon seit Jahren. Wir sind immer ein bisschen müde, weil wir im Oktober immer eine Großveranstaltung haben und sind immer kurz davor, ach, jetzt dieses Jahr Halloween machen wir nichts. Und dann ganz zum Schluss, nee, komm, Halloween geht nicht. Wir haben das teilweise schon drei Tage vorher erst entschieden, dass wir was machen. Du hast dafür gesorgt, dass wir etwas früher damit angefangen haben. Dafür ganz vielen lieben Dank. Ganz vielen lieben Dank an Miara, die das gebaut hat. Und an Nova Dean, der hier gefilmt hat und das Ganze optisch ein bisschen schöner macht, als ich es jetzt bei der Live-Übertragung gemacht habe. Vielen lieben Dank. Und auch an euch, die ihr in YouTube, in Second Life oder in Discord, manche waren nur da oder nur da, die ihr dabei wart, ohne euch wäre es doof gewesen. So war es ein schöner Halloween-Abend für mich. Ich habe es richtig klasse gefunden. Weist drauf hin. Morgen Abend bei YouTube auf demselben Kanal, Kyberpunks Virtual Reviews. Da quatsche ich nur über Bücher, aber ihr könnt mich vor der Webcam sehen. Und ich weise nochmal darauf hin, nächste Woche, Sonntag, 18 Uhr, Caroline Hofstetter in Second Life, auch bei Discord, auch bei Radio Rote Dora, auch bei YouTube. Sie wird lesen aus das Ewigkeitsprojekt. Tja. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur, euch allen noch einen wunderschönen Halloween-Abend zu wünschen. Zieht euch heute Abend noch drei Horrorfilme rein oder lest ein gutes, schauriges Buch. Genießt das Leben und bleibt vor allem gesund. Macht's gut. Dem schließe ich mich an. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ich lesen durfte. Hast du gut gemacht. Immer wieder gerne. Immer wieder gerne. Hast du gut gemacht, Thorsten. Du darfst dich loben. Dankeschön. Ich danke dir. Aber wenn man so bedenkt, du warst mal ganz ängstlich bei deiner ersten Lesung. Davon merkt man nichts mehr. Ach komm, na doch schon. Übrigens, ich bin erstaunt, wie viele Leute da sind. Das hätte ich nie, ich muss sagen, erstmal, wow, so viele Leute. Ich habe 10 erwartet, aber das sind ja allein 15 bei YouTube. Das sind ja Discord. Nochmal so also viel. Es waren bei YouTube teilweise 17, wobei es da, man muss das, wir machen noch kein Geheimnis, es war teilweise deckungsgleich, manche waren noch hier, aber ich denke, bei YouTube sitzen nicht alles die, die jetzt auch hier zugucken. Da sind einige, die nicht hier im Raum sind. Also wir haben auf jeden Fall so 20 Zuschauer gehabt. Das finde ich richtig großartig. Also, finde ich cool. Und wir müssen überdenken, Halloween hat Alternativmöglichkeiten. Manche sind vielleicht auch mit den Kindern doch noch unterwegs, zumindest abends ein bisschen draußen rumlaufen mit der Taschenlampe. Ich weiß nicht, ob man heute von Tür zu Tür geht. Keine Ahnung, vielleicht geht man zur Oma und so, macht solche Sachen dann, wo man ein bisschen sicher sich fühlt. Ja, also finde ich schon schön, schöner Abend für uns. Prima, ich bin jetzt auch in Halloween-Stimmung, bin ich immer durch diese Lesung, muss ich sagen. Ja, von Tür zu Tür ist verboten, ne? Kann ich mir vorstellen. Ja, ist tatsächlich, ja. Das macht keinen Sinn. Aber man kann ja immer noch zur Oma gehen, solche Sachen kann man noch tun. Ja. Übrigens, wenn man die Geschichten nachlesen will oder die anderen Geschichten, das sind wirklich zwei hübsche kleine Anthologien von hübschen kleinen Verlagen, die man immer wieder mal unterstützen sollte. Das ist einmal die Romantruhe und einmal P-Maschinerie, das große P. Kannst du auch nochmal sagen, wie die beiden Sammlungen heißen? Das eine war Monster der Woche von Corinna Griesenbach herausgegeben und das andere Dark End von Anke Brandt. Ja, der Leibwächter meiner Frau, der Olaf, hat sich furchtbar gegruselt. Der ist auch ganz bleich. Guckt euch den mal an. Der Mund steht immer noch offen. Der ist kreidebleich. Er steht neben ihr. Das ist der mit dem Messer. Ja, gut. Dann macht noch was aus diesem wunderschönen Abend, meine Lieben. Und wir sehen uns hoffentlich in Kürze wieder bei weiteren virtuellen, halbvirtuellen und hoffentlich demnächst auch mit realen Veranstaltungen. Wäre schön, wenn man euch mal wieder auch in echt sehen könnte, ihr Lieben. Okay, wir sagen tschüss, schönen Abend, gute Nacht und schlaft schön.